Hallöchen, meine lieben Balkongärtner, ich bin's wieder hier von meinem Balkon und ja, es hat sich sehr viel getan. Ich habe hier alles komplett umgestellt und mir eine wahrliche grüne Oase geschaffen hier mit Liegestuhl und das ist einfach super. Die Tomaten habe ich alle optimal platziert. Hier sieht man schon drei Pflanzen. Da habe ich jetzt so ein Seil hier hochgespannt. Da sollten die sich dann so hoch ranken. Und im optimalen Falle hätte ich dann gerne, dass hier die Tomaten so herunterhängen und direkt direkt in den Mund fallen sozusagen. Aber kommen wir doch mal auf diese Seite nochmal zurück. Hier hatte ich ja die Erdbeerpflanzen und da habe ich ein paar beiseite geschafft und Platz gemacht für mein anderes Hochbeet hier. Das passt hier super rein und hier oben seht ihr auch schon die Kapuzinerkresse, die hier runterhängt, also super schön mit den Blüten. Da habe ich dann auch gleich nochmal zwei Töpfe ausgesät. Hier oben ist zwar noch nichts zu sehen, aber ich denke mal so in ein paar Wochen habe ich hier das gleiche Ergebnis und das sieht dann super schön aus, wenn da hier die Kapuzinerkresse so runterhängt, sage ich mal. Ja, und unten hier habe ich meine selbst ausgesäten Gurkenpflanzen, hier die Sorte Persika und dann auch nochmal die Sorte Dekan. Da bin ich schon gespannt, was daraus wird. Ja, aber jetzt gehen wir doch mal rüber zu meinem meiner Tomatenwand. Da habe ich ja auch alles frei gemacht und alles wirklich schön vorbereitet, dass hier die Tomaten optimal gedeihen können. Da habe ich dann auch nochmal so ein Seil gespannt und das geht über 2 Meter hoch. Ich werde die Tomaten also wachsen lassen, so hoch wie es nur geht. Und man sieht hier auch wirklich schon einige Tomaten an der Pflanze dran und hier auch nochmal. Und ja, das sind jetzt so ungefähr 8 Pflanzen und da kann ich dann schon ordentlich Tomaten ernten, schätze ich mal. Und was auch noch passiert ist, ja, man sieht schon die ersten Stangenbohnen hier an meinem Bohnengerüst und ja, ich finde das einfach super toll, mit solchen Stangenbohnen sich einen Sichtschutz zu bauen sozusagen. Ja, und hier eben noch der Mais. Und wenn ich mich jetzt hier auf meine Liege draufsetze oder liege, dann habe ich diese Perspektive und ich finde, das ist eine echte schöne grüne Oase. Und dann, wenn man hochschaut, dann hat man einen super Ausblick und hier kann man richtig genießen dann im Sommer. Ja, meine Lieben, das war's auch schon von mir. Und ihr seht, die kleine Hummel, die fühlt sich hier auch wohl. Die bestäubt gerade meine Tomatenpflanzen hier, beziehungsweise die Blüten. Die habe ich jetzt schon öfters hier beobachtet. Und ich glaube, so werden hier sicher einige Tomaten wachsen. Ja, das war's auch schon. Ich wünsche euch viel Erfolg, auch beim Gärtnern auf eurem Balkon. Und bis zum nächsten Mal. Euer Christian. Ciao.